Jojo, was geht? Danke, dass du eingeschaltet hast. Willkommen bei Just for the Gains. Und hier in diesem Video möchte ich dir 5 Schulterübungen zeigen für zu Hause. Meine Top 5 Schulterübungen, um eine explosive Schulter zu kriegen. Deswegen bleib dran. Und wenn das Video dir gefallen hat am Ende, vergesst nicht, den Daumen hoch zu ballern und mich zu abonnieren. Wir kommen zur ersten Übung, das ist die negative Liegestütze. Hier habe ich mir extra einen Zaun ausgesucht, dass ich einfach meine Füße abstütze. Ihr könnt natürlich auch eine Bank nehmen oder einen Stuhl, aber ich habe hier einen Zaun genommen für die Leute, die jetzt nichts zum Abstützen haben, können die Wand nehmen und haben keine Ausreden. Und hier achtet ihr einfach drauf, dass ihr in der negativen Bewegung ganz langsam runter geht und dann wieder ein bisschen explosiv hoch. Kontrolliert das Ganze und dann ziehen wir extra mehr unsere Schultern. Natürlich geht das auch auf die Brust und auf den Trizeps, aber wir wollen da die Schulter ein bisschen mehr treffen. Deswegen die negativen Push-Ups. So, Übung Nummer 2, die Handstand Push-Ups. Da nehmen wir wieder eine Wand, versuchen eine senkrechte Haltung zu haben und versuchen eine ganz normale Bewegung nach unten und uns wieder ein bisschen explosiver hochzudrücken. Hier müssen wir darauf achten, dass wir nicht viele Wiederholungen brauchen, um da schon die optimalen Reize zu setzen. Deswegen reichen 8 bis 5 Wiederholungen jetzt. Übung Nummer 3, das ist die menschliche Brücke. Da halten wir uns wie eine Brücke fest und haben eine statische Haltung, eine ständige statische Haltung. Da achten wir nicht auf die Wiederholungszahl, sondern auf die Ausdauer. Sprich, wir halten 30 Sekunden aus oder eine Minute sogar. Du wirst merken, das wird in deinem Bauch brennen, aber auch sehr extrem an deiner Schulter. Und vorne müsst ihr darauf achten, dass ihr die Hände pyramidenförmig habt und haltet. Ihr werdet merken, ständig diese statische Haltung wird auf euer Bauch gehen, aber extrem auf die Schulter. Und da achten wir nicht auf die Wiederholungszahl, sondern auf die Ausdauer. Sprich, halten wir 30 Sekunden aus oder 60 Sekunden oder vielleicht hältst du sogar 1,30 aus. Das ist dir überlassen. Yes. Übung Nummer 4, die Wave Push-Ups. Da machen wir eine menschliche Brücke und waven, wie ihr im Video sehen könnt, nach oben und wieder zurück. Achtet darauf, dass euer Gesicht nah an der Matte oder am Boden lang schleift und wieder nach oben geht und ihr nach oben guckt und beim Zurückgehen wieder noch eure Füße anguckt und immer wieder nach vorne und nach hoch. Ihr müsst diese statische Haltung recht aufrecht halten. Ich liebe diese statische Haltung, deswegen sind die Übungen mit der statischen Haltung dabei. Deswegen die Wave Push-Ups, zieht euch das rein, Digga. So, wir kommen zu Übung Nummer 5 und das hier ist die letzte Übung, die Schwimmer Push-Ups. Okay, da haben wir ganz normale Push-Ups. Ihr setzt ab und tut so, als ob ihr nach vorne schwimmen würdet und pusht euch wieder hoch. Wichtig ist, dass ihr den Radius komplett ausnutzt und wieder hochgeht und komplett wieder ausnutzt und immer wieder die Schwimmerbewegung dazu macht. Achtet auch darauf, dass wenn ihr die Schwimmerbewegung macht, dass nur eure Brust auf der Matte liegt oder auf dem Boden und die Beine hinten hochgehen und die Arme hinten hochgehen und ihr anfangt zu schwimmen und wieder hoch zu pushen und wieder zu schwimmen. Das sind die Schwimmer-Push-Up und da werde ich auch merken, durch die Rotation in der Schulter wird es anfangen zu brennen. Yes! Danke, dass du zu diesem Video angeschaltet hast und vergesst nicht, meinen YouTube-Channel zu abonnieren, einen Daumen da zu lassen und check die Beschreibung ab, da ist meine Website und mein Instagram-Profil verlinkt und natürlich auch Phantom Aesthetic, da könnt ihr 20% zahlen mit dem Code 20 und Gym Nutrition, darauf gibt es mit dem Code PRINCE 10, 10% Rabatt. Das Ganze muss ich machen, das sind die Leute, die mich sponsoren und meinen Rücken frei halten, um diese Videos weiter zu produzieren. Danke, dass du eingeschaltet hast. Du weißt Bescheid, Team Just for the Gains, wir schlafen, wir grinden, Digga. Wow.